Guten Morgen, ihr Lieben, und schön, dass ihr da seid zur heutigen Pranayama- und Meditationspraxis. Namaste. Einige von euch waren vielleicht im letzten Women's Circle, im letzten Frauenkreis mit dabei. Und es ist immer sehr spannend, wenn ich die Frage stelle, was für Themen sind präsent bei euch? Und da kam das Thema auf, wie treffe ich eigentlich wichtige und große Entscheidungen in meinem Leben. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und die Yoga-Tradition geht davon aus, dass wir alle eine Weisheit in uns tragen, dass alles bereits in uns ist. Dass wir sie aber häufig nicht hören, weil unser Verstand sehr laut ist, unsere Ängste laut sind, vielleicht negative Glaubenssätze laut sind, die uns davon abhalten, das zu hören, was vielleicht bereits klar ist, was wir bereits wissen. Für mich. Und in der heutigen Praxis möchte ich mit euch uns hinführen zu dem Licht des inneren Lehrers. Ja, den können wir erfahren im Yoga durch bestimmte Meditationen und Praktiken. Und dazu ist es wichtig, dass wir erstmal den Geist beruhigen und dann diese innere Weisheit uns damit verbinden und damit wir sie hören können. Und deswegen hast du jetzt auch was zum Schreiben. Und du musst jetzt noch nichts aufschreiben, aber ich frage dich dann innerhalb der Praxis, ob es irgendeine Frage gibt, eine Entscheidung, die du gerade treffen musst. Und dann kannst du diese Frage in dieses Licht des inneren Lehrers platzieren und einfach warten, was kommt. Jeder von uns empfängt Intuition, höhere Führung anders. Das ist, sage ich mal, auch eine Frage der Selbsterfahrung. Ich persönlich empfange zum Beispiel durch Worte. Ich bekomme ganz klare Worte und Sätze. Andere sind eher visuell. Die sehen ganz klare Bilder oder Farben oder andere haben auch Körpergefühle richtig, also spüren es richtig so im Körper. Ja, eine Resonanz oder ein bestimmt, irgendwo wird es warm oder du kommst auf einmal ein bestimmtes Bild oder ein Wort, also vertraue darauf, was immer auftaucht, ja, dass das sozusagen dein Kanal des Empfangs ist. Und wenn gar nichts auftaucht, dann einfach ruhig bleiben, entspannen, vielleicht nochmal die Frage stellen. Und manchmal ist es auch so, dass dann später am Tag oder am nächsten Tag irgendetwas kommt, was uns unterstützt, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder klarer zu sehen. Das kann manchmal auch ein Prozess sein. Okay, ihr Lieben, wir starten aber wie immer mit ein bisschen Bewegung und dann gehen wir in die Praxis. Wir beginnen im Stehen heute. Mit der reinigenden Atmung Mukha Bhastrika beginnen wir. Breiter Stand, mehr als hüftbreit, die Hände auf deinen Oberschenkeln und wir blasen den Atem aus, dreimal durch den geöffneten Mund. Atme ein, finde Länge hier in der Wirbelsäule. Und dann ausatmen, nach vorne fallen, den Atem ausblasen. Einatmen. Und aus. Und noch einmal. Und einatmen, komm ins Stehen. Ein- und ausatmen hier. Sehr schön. Und dann komm an deinen Mattenanfang. Füße hüftbreit, Handflächen vors Herz. Atme tief ein in den Herzraum und aus. Ganz simpel, halber Sonnengruß hier. Einatmen, streck die Arme über die Seiten nach oben hoch, mach dich lang. Ausatmen, mit der Länge im Oberkörper nach unten abtauchen, ganze Vorbeuge. Ein halb Länge kreieren. Und aus, ganze Vorbeuge. Ein, komm nach oben hoch, schieb die Füße in den Boden. Und ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, mach dich lang, mach dich weit. Und ausatmen, mit der Länge nach unten kommen. Ein, halb. Und aus, ganz. Ein, komm nach oben hoch. Und ausatmen, Hände vors Herz. Mach noch zwei Runden so in deinem Rhythmus. Der Atem führt die Bewegung.
den Körper langsam aufwecken. Und ausatmen, dann ins Stehen zurückkommen. Ein- und ausatmen hier. Sehr schön. Und dann komm in einen weiten Gerätstand hier auf deiner Matte. Wenn du magst, kannst du einen Block unter dein Gesicht platzieren, wenn du brauchst. Ja, ich zum Beispiel brauche einen. Und so in der Mitte in einem weiten Gerätstand. Wir gehen hier in eine Abfolge von einem Twist und einer Seitbeuge im Wechsel. Dreh die Zehen ruhig ein bisschen nach innen. Dann bring die Arme parallel zum Boden. Atme ein. Heb nochmal die Schlüsselbeine. Mit der Ausatmung bring die rechte Hand, ich spiegel dich, auf den Block oder auf den Boden. Öffne deinen linken Arm für einen Twist hier. Einatmen, komm zur Mitte zurück. Ausatmen, linke Hand geht zum Oberschenkel. Rechter Arm streckt über den Kopf. Streck deine rechte Seite hier lang. Einatmen Mitte, ausatmen andere Seite, linke Hand zum Block, rechter Arm öffnet sich. Twist. Einatmen Mitte, linke Hand zum Oberschenkel, rechter Arm, nee, sorry, andere Seite, rechter Arm zum Oberschenkel, linker Arm geht über den Kopf. Machen wir noch ein paar Mal im Wechsel. Einatmen Mitte, ausatmen rechte Hand zum Block. Einatmen Mitte. Wieder Seitbeuge, streck hier deine rechte Flanke lang. Ein, Mitte, aus, andere Seite. Noch zwei, dreimal so in deinem Rhythmus. Noch eine Runde pro Seite. Und beim nächsten Mal lass dann deine linke Hand auf dem Block oder Boden hier im Twist. Für ein paar Atemzüge hier bleiben. Roll die obere Schulter auf und zurück. Und dann die Seite wechseln, rechte Hand zum Boden, linken Arm nochmal öffnen. Und dann bring die Hand zum Boden zurück. Lauf einmal beide Hände so ein bisschen weiter nach vorne hier. Komm auf die Fingerspitzen. Krabbel dich ganz lang, lange Flanken und beug die Knie hier tief. Ganz viel Länge in beiden Flanken. Und ausatmen, streck die Beine. Einbeugen. Und strecken. Ein, nochmal beugen. Und strecken. Und dann hier bleiben. In so einer weiten, gegrätschten Vorbeuge. Mit ganz viel Länge in den Flanken. Schieb die Sitzbeinhöcke nach hinten. Fast als ob du hier einen herabschauenden Hund machen würdest. Ein paar Atemzüge hier. Und lauf deine Hände wieder unters Gesicht, lauf deine Fersenhacke spitze zusammen und dann beug die Knie und komm ins Sitzen und mach dich bereit für deinen aufrechten Meditationssitz. Finde eine aufrechte Sitzhaltung auf deinem Kissen, Blockdecke. Mach es dir bequem.
Dann roll hier nochmal die Schultern hoch zu den Ohren, atme ein, tief durch die Nase, durch den geöffneten Mund aus. Roll die Schultern weit zurück, mach das noch zweimal. Und noch einmal. Und dann halte den Oberkörper so geöffnet, dreh die Handflächen nach oben. In einer empfangenden Geste, ganz locker auf den Oberschenkeln abgelegt. Und schließ deine Augen. Nimm ein paar Atemzüge ein und aus hier. Spür deinen Körper in diesem Moment in Kontakt mit der Unterlage, deine Sitzbeinhöcker, Schienbeine, Füße. Und von dieser Basis spüre, wie die Wirbelsäule lang nach oben sich aufrichtet, nach oben wächst. Herz, Brustbein erhoben, Schultern entspannt. Entspannen auch die Gesichtszüge, Kiefer, Punkt zwischen den Augenbrauen, Kopfkrone. Diese Praxis hat die Intention, das Licht deines inneren Lehrers zu erwecken. In jedem von uns gibt es einen ungebrochenen Fluss von Klarheit, Wissen und Mut. Und diese Meditation zielt darauf ab, dass wir uns immer mehr mit unserem inneren Lehrer verbinden, anstatt diese Qualitäten im Außen zu suchen, uns mit diesen Qualitäten im Innen verbinden. Beginne jetzt deine Atemzüge zu vertiefen. Sei dir deines Körpers bewusst und atme tiefer ein und aus. Sanfte, gleichmäßige Atemzüge. Erlaube deinem Atem mühelos zu fließen, wie ein ungebrochener Fluss, gleichmäßige Ein- und Ausatmung. Bringe jetzt deine Aufmerksamkeit zu deinen Nasenlöchern und spüre bewusst, wie der Atem aufsteigt durch das rechte und linke Nasenloch und wie er absteigt. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Atemfluss an deinen Nasenlöchern. Beginn jetzt mit der mentalen Wechselatmung. Das heißt, das nächste Mal, wenn du einatmest, spüre, wie du einatmest durch das linke Nasenloch. Wie der Atem aufsteigt bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen und mit der Ausatmung, wie der Atemfluss ausströmt durch das rechte Nasenloch. Einatmen durch das rechte bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen und aus durch das linke.
Ein, wieder links. Und aus rechts. Mach weiter so. Sei absolut mühelos und beobachte, wie der Atemfluss abwechselnd durch das linke und rechte Nasenloch fließt. Bemerke, dass sich beide Atemflüsse im Punkt zwischen den Augenbrauen treffen. Beobachte weiter den Atemfluss und sei so entspannt und mühelos wie möglich. Langsam spüre, wie der Raum im Mittelhirn, Punkt zwischen den Augenbrauen, zunehmend sensibler wird zu Licht, innerer Präsenz. Sei vollkommen entspannt und spüre jetzt, wie in der Mitte des Kopfes Licht von allen Seiten einströmt. Mehr und mehr wird dieser Teil sensibel für Licht. Spüre jetzt, dass du das Licht deines inneren Lehrers, deiner inneren Lehrerin erhellt hast. Das Licht des Wissens, des mühelosen Willens, der absoluten Klarheit. Spüre das Licht deines inneren Lehrers und entspann dich mehr und mehr in diese Präsenz von innerem Wissen, Klarheit und Weisheit.
wenn du eine bestimmte Frage hast, ein Thema oder ein Anliegen, dann kannst du dein Thema, deine Frage jetzt in dieses Licht platzieren. Diese Frage an dieses Licht stellen. Und dann weiter ganz entspannt in dieser lichtvollen Präsenz verweilen und warten, was kommt, was taucht auf. Sei so entspannt wie möglich, ohne Erwartungen. Nimm wahr, was taucht auf. Und wenn nichts auftaucht, dann ist auch das okay. Vielleicht möchtest du die Frage wiederholen. Vielleicht noch eine andere Frage stellen. Verweile in dieser lichtvollen Präsenz des inneren Lehrers. Wenn immer du abgelenkt wirst durch andere Gedanken, komm zu diesem Bewusstsein des inneren Lichts zurück, zu deiner Intention. Und entspanne dich in dieser Erfahrung.
Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Bedank dich innerlich bei dem Licht deines inneren Lehrers. Und wisse, dass du dieses Licht bist. Dass deine innere Weisheit immer zur Verfügung steht. Und langsam werde dir wieder deines Körpers bewusst. Nimm ein paar tiefere Atemzüge. Bring nochmal die Handflächen zusammen und reib die Hände aneinander, sodass Wärme entsteht. Leg die Hände nochmal auf, die geschlossenen Augenlider empfangen die Wärme. Und streich langsam über die Gesichtszüge, über den Körper. Und wenn du bereit bist, öffne wieder deine Augen. Und wenn du magst, kannst du gerne was aufschreiben, was notieren, Erkenntnisse, die du gewonnen hast. Vielleicht ein Wort, ein Satz, ein Bild. Ja, nimm dir alle Zeit der Welt, die du jetzt noch haben möchtest mit diesem Gefühl der Praxis, Erfahrung, die du gemacht hast. Ich danke euch. Namaste.